Hall. Der war von vorne. Ach, so geil. Hallo und herzlich willkommen erneut zu Let's Moonwalk. Endlich mit Kniegelenken. Ja, wir haben Kniegelenke, ihr seht. Wir haben Kniegelenke, Ellbogen. Und scheinbar sind wir unter unserer Rüstung schwarz. Das wusste ich nicht. Schaut euch den mal an, irgendwie, da geht die Textur so auf. Aber naja, wir haben jetzt auf jeden Fall viel realistischere Bewegungen. Richtig, irgendwie sieht es merkwürdig aus. Man kann die Textur noch so umstellen, dass die Augen sich bewegen und der Mund Emotionen zeigt. Ja, das machen wir bestimmt irgendwann mal. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt hier so coole Animationen und so ein Gedöns, abgesehen von der Moonwalk-Animation, von der ich jetzt einfach mal nicht denke, dass sie so gedacht ist. Ja, eindeutig. Aber ja, wir machen jetzt natürlich das Sortiersystem. Sortiersystem. Und wir müssen jetzt halt schauen, weil wir müssen halt einige Kisten jetzt wegmachen. Und alle Kisten? Ja, aber das will keiner machen. Also, die kommen jetzt natürlich dann alle weg, aber ich würde sagen, wir tun erstmal craften, weil ich habe keinen Bock, diese ganze Eisen- und Barrenkiste wegzutun. Ja, klar. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir das Sortiersystem in die Ecke tun, weil das passt ja in so eine Nische rein. Du weißt, dass das Sortiersystem jetzt drei Blöcke umfasst. Wie drei Blöcke? Ja, ich weiß, aber das kommt dann hier ganz einfach in so eine Nische rein. Ja, von mir aus. Aber dann fangen wir jetzt mit dem Craften an. Ja. Da brauchen wir, ich lad jetzt hier mal meinen Applied Energistics Tab. Ich habe das ja alles vorbereitet. Auch. Applied Energistics Tab. Hier seht ihr jetzt ganz viele Sachen und teilweise auch Raycraft Sachen. Ich meine, Thieves Card Sachen, die da nicht dazugehören und Electricraft Sachen und ich weiß nicht, warum die mitgeladen werden. What the hell? Was sind die Facades der Sandstone Sachen? Wieso sind die da? Buildcraft, die sind von Buildcraft. Ja, schon, aber warum sind die? Ja, die sind immer dabei, das ist ja. Das finde ich auch saugeil. Also, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt an, ne? Genau. Und da ist als erstes, was wir brauchen, ist der ME-Controller. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall diese Sachen, brauchen wir ME-Pattern-Encoder, das Wireless Access Point. Brauchen wir erstmal nicht, wir brauchen den ME-Assembler für so einen Crafting-Table, der alles Crafting-Rezepte gespeichert hat, die wir reingetan haben. Den Access-Terminal brauchen wir. Jetzt brauchen wir erstmal den ME-Controller. Ich zeig nur alles, was wir brauchen. Wir brauchen das ME-Interface, wir brauchen die Festplatten ME Drive und ME Controller, den brauchen wir zuerst, wie Tobias schon richtig gesagt hat. Genau, so macht man gleich den. Mal an mit dem. Ja, mit gut, er kümmert Controller, sich. Du machst den ME Controller und ich mach den ME Controller und du machst den ME Drive. Genau. Alles klar. So, man sieht Advanced Processor Assembly, den muss man natürlich verbrennen, um den Advanced Processor zu bekommen. Ja, das ist ja das Geniale. Das gibt sehr viel Sinn. Und wir brauchen natürlich immer ein Quarz Cutting Knife, was man könnte das normale Nether Quarz benutzen. Ja, das. Nein. Doch, kann man. Du brauchst beides. Nee, man kann beides benutzen. Also für den Fluchskristall brauchst du... Ja, aber für Quarz Cutting Knife kann man es benutzen. Ja, da kannst du jetzt beides benutzen. Also benutze es dann auch, weil wir haben auch nur zwei Stacks. Nether Quarz brauchst du aber auch für fast alle Crafting-Rezepte. Und Fluix brauchen wir eben dieses Nether Quarz dann auch noch dazu. Fluix Crystal, der so geil aussieht. Ja, und wir kümmern uns um die ME Drives. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesagt habt, ist mir aber wurscht. Also wir müssen wieder was brennen, ganz klar. Und da machen wir uns doch am Anfang erstmal unsere Query. Silikon müssen wir, das Certus Quarz, das Ding müssen wir verbrennen und wir kümmern uns jetzt, wie gesagt, zuerst einmal um das Quarz Cutting Knife. Wo ist denn das hier? Das brauche ich dann auch, das kann man wieder benutzen. Ah, okay. Hat es auch eine Haltbarkeit? Ja, also, aber es geht sehr, sehr langsam. Gut, dann nehmen wir einfach jetzt die Sticks. Wo sind sie denn, die guten? Hier sind sie. Dafür brauchen wir zwei Stück. Dann nehmen wir das Nether Quarz und dann noch einen Iron, glaube ich. Iron Stück. Und dann kann er das mit benutzen. Wir machen das dann. Das ist einfach tipptopp, ja, was wir hier machen. Tipptopp. So, hier brauche ich einen Diamant, zwei Redstone und Silikon. Silikon ist der Staub, der manchmal. Ich tue Silikon machen. Alles klar, mach mir gleich auch eins mit. Ja, ich mache irgendwie alles, was geht, würde ich sagen. Fast alles, was geht, mache ich einfach mal 41 Silikon. Warte, was kann man noch aus dem Sartus? Ja, mach nicht alles, weil wir brauchen davon auch so noch was. Ja, wir haben dann noch ungefähr die Hälfte. Obwohl, nein, eigentlich gar nicht. Wir brauchen bloß für drei Sachen. Ah, schön, ist in Ordnung, haben wir schon gemacht. Es gibt Quarzglas. Ey, Silikon, wir haben schon eins, wunderbar. Also es geht wirklich flott, das Silikon, da kannst du hier einfach immer rausnehmen. Und zack, wir nehmen uns einfach mal 5 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber... Gib mir mal eins ab, du brauchst nicht 5. Ja,
schon wenig. Also passt schon, wir nehmen, wir warten kurz. Du brauchst zwei, ich brauch fünf. Ich brauch eins. Hier kriegst du eins. Okay, und wir gehen dann mal wieder zurück und kümmern uns um den Rest. So, wie immer. Hast du das Schwarz Cutting Knife schon? Das habe ich schon, ja. Und wir brauchen also dieses Ding. Da brauchen wir Gold und Redstone zweimal. Gut, dann nehmen wir das mal ganz kurz. Gold zwei Stück und Redstone. Und dann müsste das eigentlich passen. Ja, ja. Ihr seht, jetzt wird halt wieder viel gecraftet, aber es wird sich lohnen. Also, wir haben ja, ja gedacht, unser Sortiersystem ist eigentlich gar nicht schlecht. Das muss man wirklich sagen. Es erzeugt aber viele Lags. Ja, ich habe relativ kleine Frames im Vergleich. Meine Framerate steigt ums 5- oder 6-fache, wenn ich zu unserem Curry-Platz gehe, wo ich dann weg von dem Zickzeug also bin. Also, die Lags sind bei mir kein Problem. Warte, wie macht man das Ding jetzt? Das Quartz Cutting Knife oder was? Nein. Die Basic Circle. Ah, Gold und zwei Redstone. Okay, wunderbar. Dann habe ich zum Glück zwei mitgenommen. Und es geht immer noch nicht. Da ist es ja. Kannst du mir mal das Quartz Cutting Knife geben, wenn du es dann machst? Hier, mein Freund, du kriegst das Quartz Cutting Knife. Können wir uns irgendwie eine Abkürzung ausdenken? Quartz Cutting Knife, also QC. Nein, Cutting schreibt man mit C. QCK. Ja, gib mir mal das QCK. Gib mir mal das QCK. QCK. So eine Scheiße. Ja, echt so. Okay, wir haben immer noch nur einen Ofen, das ändere ich, glaube ich, gleich. Wir brauchen mehr als einen Ofen. Es kann doch nicht sein, dass wir nur einen Ofen haben. Okay, es kann schon sein, aber. So, meine ME Advanced Prozessor nehme ich. Danke. Und da ist ein Monster. So. Mach mal Regen aus. Mach selber Regen aus. Und in dem Powered Furnace fällt mir jetzt auf, das Item, was gebrannt wird, verschwindet. Und ja, wird, weil das in die Chest geht. Ja, nee, das Item, was du reinlegst, verschwindet auch. Ja. Das macht keinen Sinn. Doch, klar, weil. Nein, macht's das nicht. Das wird aufgebraucht beim Powered Furnace. Was, wenn du jetzt die Stromzufuhr. Das tut am Anfang anscheinend die Stromzufuhr passend abzwacken. Und dann ist es nicht möglich, dass der Strom halt weg ist. Aber wenn du halt dann den Furnace kaputt machst, dann kriegst du das Item nicht mehr. Das ist halt ein Fail. Ja, dann müsst ihr halt noch kurz warten. Ja, also. Ja, ja, also, ne. Also, das ist ja der Wahnsinn und so. Ja, also, es geht ja mal gar nicht. So, wir brauchen jetzt den ganzen Schmarren hier, ja, wie man so schön sagt, Kaiserschmarren, brauchen wir hier einfach mal ein paar Oakfoot und Planks und so ein Gedöns. Und Glas brauchen wir, glaube ich, auch und Eisen und so. Und dann so, da haben wir schon einen ME-Controller. Ja, bei mir ist es ein bisschen schwerer zu craften, der Tobias kriegt die einfachen Rezepte. Meins ist aber teurer. Ja, aber meins ist schwerer, ja. Ja, wo sollen wir das ganze Ding jetzt so hin tun? Wir brauchen nämlich noch einen ME Basic Prozessor. Ja, ich habe schon mir was überlegt, wo wir den machen. Wir brauchen eine Stromzufuhr von oben. Ja, ich weiß schon. Das geht, was? Also ich höre mich schon wieder doppelt bei dir. Ich habe gerade gedacht, what the hell? Mit mir selber geredet sozusagen. Okay, wir brauchen also jetzt nochmal wieder Gold. Gold war in dieser Chest hier. Immerhin habe ich nur noch ein Fail. Brauchen wir vier Eisen. Dann mache ich schon mal das nächste und das letzte. Das ist der SME Crafting Terminal. Sehr schwierig. Ihr seht schon, Leute, wir sind hier schon langsam hier die Pros in the house. Okay, also. Dafür brauchen wir nämlich erstmal Fluix Dust und dafür brauchen wir erstmal Quarz Dust, Nether Quarz Dust und Redstone. So, wir brauchen wieder das QCK. Krieg ich das bitte von dir? Also Das QCK, da ist es, warte. Wo ist es? Das Pfeil, da ist es. Er will es nicht rausdrücken, das gute QCK. Es ist wirklich phänomenal. Und? Ach ja, wir brauchen dann noch einen Silikonus. Habe ich ganz vergessen. Jetzt haben wir passend 20 Silikon. Ihr seht wirklich, es ist ideal aufgegangen hier. Und jetzt weiß ich auch noch, wie das Rezept war. Da habe ich ihn bekommen und da habe ich das QCK einfach. Der Wahnsinn. Und dann lege ich einfach mal in unsere Ender-Pouch. Da haben wir wieder so ein Item, was da reingehört. Übrigens, wir haben jetzt eine realistischere S-Animation. Okay, ob es realistischer ist, kann man sich darüber streiten, aber so etwas in der Art. Und dann haben wir auch das ME, den ME Basic Prozessor. Und Tobi, hast du schon so eine Festplatte gemacht? Nein, noch lange nicht. Das machst du, ich mach den anderen. Okay, dann mache ich die Festplatten noch und ihr seht, hier geht's los. Ja, aber ihr müsst verstehen, das Grundprinzip dieses Mods ist es, dass alle Items auf Festplatten abgelegt werden. Ja, also im Prinzip werden Items zu Daten, könnte man sagen. Also funktioniert halt einfach, fragt euch nicht wieso oder warum. Nee, es geht einfach. Okay, also ich würde sagen, dass wir es einfach jetzt an diese Ecke machen. Erstens ist es näher am Maschinenraum und zweitens
ist es egal, ne? So, von diesem ME-Kabel mache ich gleich mal mehr, weil dafür brauchen wir auch später noch was. Ich mache den Festplatten-Ding hier hin. Oh, da ist ein Enderman mit. Warte, ich bring ihn um. Geh weg, Mann, ich will die XP. Ja, du hast ihn angeschaut, du Retard. Ich hab nach unten geschaut, die ganze Zeit. Ich auch. Nein, hast du nicht. Der hat dich geschlagen und dann hast du kurz nach oben geschaut. Doch gar nicht. Doch, natürlich stimmt's. Er will's nur nicht wieder zugeben. So. Yes. Wo ist er denn hier? Der Don Amigo, Don Corleone, wo bist du? Ich bringe dich rum, Gringo. Du bist der geile Chance. Oh Gott, ist das scheiße zu craften. Ach, komm. Also, ich mache jetzt, wie gesagt, die Festplatte, die Festplate. Die finden wir hier. Wir machen aber uns vier und. Das, wie haben wir es genannt? Kuzika. Redstone und Glas und Eisenblöcke brauchen wir. Selbstverständlich sind die in dieser Kiste vorzufinden. Machst du auch gleich fest, die Festplatte? Ja, mache ich auch. Welche? So, wenn die 64K. Hast du jetzt wirklich dahin platziert? Ja, da kommen sie auch hin. Ja, dann muss ich die Goldchest aber abreißen. Ja, links kommt die weg. Ja, wo denn sonst? Es wird alles abgerissen. Also wir machen diese ganze Leiste voll mit den Items. So, und wir brauchen jetzt 64K, genau, wo ist denn nochmal? Was brauchen wir? Wir brauchen dieses Cluster, die Gedöns, dieses Ultra-Hardcore-Cluster. Mann, ich finde gerade die 64K nicht. 4K Storage, 64K, 64K. Noch merkwürdig. Also wir brauchen Eisen, haben wir Redstone, zwei Glas und dann, oh nö, ach du Scheiße. Ich brauche das QCK, gib mir das mal. Redstone, Glas, schau doch in deine Ender-Pouch. Ah, optimal, danke. So, und ja, ihr seht, also wir rennen nur dumm rum und craften irgendwelche Dinge, aber so ist das Leben. Freunde. Ja, mein Gott, so manche Folgen gestalten sich da halt. Ja, das wolltet ihr so, ihr habt euch ein technisches Let's Play angeschaut, jetzt müsst ihr, ach du Scheiße. Wir fügen später die Crafting, ja, ich weiß, es ist sehr kompliziert, was du da gerade machst. Ja, Pierre, das kannst du die Festplatte übernehmen, ich habe keine. Nein, ich mach das andere schon. Ach du Scheiße, das ist ja jeder Witz. Also ich glaube, ich weiß auch schon, warum ich es andere mache. Toll, danke. Also wir nehmen uns das hier, machen da mal kurz ein paar Goldblöcke draus. Dann holen wir uns, wie viel haben wir Redstone? Nicht genügend. 20 sind leider nicht genug in diesem Fall. Da brauchen wir selbstverständlich noch das ganze Silikon, da werden wir wahrscheinlich alles brauchen. Also, ich sehe schon. Also, jetzt stellt ihr euch mal vor, später, wenn wir dann. Stellt ihr euch mal vor. Ja, später, da produzieren wir dann die Festplatten automatisiert. Das heißt, ihr müsst noch einen Klick machen und dann wird eine 64K-Festplatte komplett automatisiert. Tobi, gib mir mal den QCK. Den QCK, der kommt. In der Ender Pouch. QCK haben wir bekommen. Wunderbar, wunderbar. Das Problem ist, wir brauchen dann ganz viele QCKs dafür und. Ja, es bürgert sich langsam ein. Das findet wirklich langsam Verwendung hier, dieses Wort. Dieses unbelievable Wort. Unbelievable. Ich mache einfach mal 18 Stück, auch wenn ich glaube, dass es zu viel ist. Ich mache einfach mal. Mach einfach mal 16 Stück. So 16 Stück ist immer schön. Zack. Und der Rest tun wir wieder raus. Wunderbare. Unbelievable. So, dann haben wir jetzt 16 von diesen Basic Processor Gedönsen. Und wirklich, dieser Mod ist einfach nur wirklich so schön, da muss ich gleich mal die Playlist starten. 8 Minuten vor Ende startet er seine Playlist. Ja, das war einfach gerade eine Redenfolge, weißt du? Das war wichtig, dass wir uns hier, dass wir hier reden, weißt du? Basic Processor Assembly. Assembly. Wir assemblieren quasi gerade diese ganzen Dinger. Wir warten kurz und warten. Gott sei Dank habe ich schon mal Nether Quartz gefarmt. Ich habe ja auch viel gefarmt. 10, 9, 8 und langsam schwindet hier der Energievorrat der unserer Power Furnace sozusagen so. Und die 8 Prozessor sollten fürs erste Mal reichen. Ich hoffe, dass Tobias uns die nicht wegschnubbelt. Und ich hoffe, dass er nicht das ganze Quarz, das ganze Certus Quarz, ja, das ist ja nicht Nether Quarz, Certus Quarz. So. Und ich blick's immer nicht, welche ist denn jetzt die 64, die hier, genau. Okay, dafür brauchen wir jetzt das und dann brauchen wir das und dann brauchen wir das und die, wie macht man die?
Die macht man mit so einem ME Basic und Redstone und Certus. Oh mein Gott, wie kommt man noch? Ich wünsche schon viel Spaß beim Craften. Ja, das wird wahrscheinlich noch die ganze Folge dauern, bis wir da so eine ohne Witz. Hey, wir haben, glaub, nicht mal genug Certus Quartz für eine 64-Bit. Ja, doch, für einen müsste reichen. Glaube ich nicht mal. Ich habe noch einen ganzen Stack in meinem Inventar, den habe ich mir am Anfang gebunkert, den brauche ich aber nicht komplett. Ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen wahrscheinlich sogar noch mehr von denen, ja. Ja, deswegen arbeitet unsere Quarry gerade schon drüben bei unserem Quarry-Dingsbumser. Bums-Ding. Oh Mann, das wird so geil, wenn wir dieses Sortiersystem haben. Ja, es wird richtig geil. Das kann man schon prognostizieren. Das haben wir auch irgendwie letztes Mal gesagt. Aber wir waren halt einfach zu faul, die Sortierung richtig zu machen. Also, das sind so viele Blöcke in der Endbox und so viele Kisten noch leer. Ja. Wirklich unglaublich. So, jetzt habe ich noch ein ME-Access-Terminal, das muss ich jetzt aber noch zum Crafting-Terminal. Wir schauen uns das mal ganz kurz an, um meine Abwechslung hier zu haben. Und zwar, da muss ich jetzt schon die Kisten wegmachen, da habe ich keinen Bock, das kann er machen. Also gut, dann kümmern wir uns mal weiterhin ums Crafting. Yeah, so, das war's. Okay, also... So, hast du zufällig eine Storage Cell übrig? Weil ich weiß, du hast davon sehr viele. So, wir brauchen, was? Ja, habe ich, aber die brauche ich selber alle. Also, Glas und ME... Wir haben doch noch, keine Ahnung, ganz viele Crafting Table, jawohl. ME Basic Controller Processor Gedöns Teil Hard Teil... Hard Teil Hard. Warte mal kurz, so, nein. Hab mir doch gerade gedacht, what the hell. So, dann zwei Redstone. Da brauche ich das QCK. Genau, das gebe ich ihm aber nicht, weil ich gerade beschäftigt bin. Und ihr seht wirklich, also es geht langsam hier voran, aber langsam. Und dann haben wir auch schon die Dinger von Tony Stark fertig. Und ja, es ist unglaublich, sage ich euch gleich. Also fabelhaft. Silikon hast du komplett beschlagnahmt, gell? Ja, ich habe noch 3 Stück, also kannst alles brennen. So, jetzt haben wir... Alles, ein bisschen was brauchen wir auch so für den Fluix-Dust. Dann nehmen wir uns einfach mal hier das... Wir haben nicht mehr genug Redstone, wenn es jetzt am Redstone scheitert, dann lache ich uns aus. Ja. Natürlich haben wir genug. Natürlich haben wir genug, wir haben nicht mal mehr einen Stack, Tobias. Ach na, okay. Ja, also aber die Blöcke, ne? Also, es wird am Redstone scheitern, ja. Also, eine ganz klare Sache. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mal 9 ist... Ich glaube nicht, dass unser Quarz dafür reicht, Tobi, sagst du so, wie es ist. Ja, ich habe noch genug Quarz. Wenn ich jetzt QCK krieg, dann kriegst du von mir 58 Zartus Quarz. Nein. Hä, was war da nochmal falsch? Mann, das wird jetzt noch teurer, oder was? Ach, okay, was? Das kleinste Item, ihr seht das hier, das craftet er gerade. Ach, Glowstone, kannst du mal bitte 4 Glowstone in mich reinschmeißen? Ach, da bist du schon, bei dem Schritt. 4 Glowstone, bitte. Bist du schon fast fertig mit der 64? Nein. 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 Warte. Oh. Du wirst aber noch mehr Glowstone brauchen. Ja. Ich gebe es dir gleich mal. Ich gebe dir gleich mal ein ganzes Stack. Also, ich krieg's immer noch nicht hin. So. Und wir schauen mal ganz kurz hier. Also, wie macht man diese Advanced Prozessor? Dafür brauchen wir einen Diamant. Also, kannst du mir mal bitte Advanced Prozessors machen? Nein, weil ich jetzt ist, dafür brauche ich aber das Ding, dieses Messer da. Also mach Advanced Processors für mich. Helf zusammen, mein Freund, helf zusammen. Wir kriegen das zwar nicht hin, ohne Witz. So, der Folge ist wieder nicht fertig. Nein, aber diese Storage Cell, die ist so overpowered. Ich weiß. Alter Schwede, das ist echt so hart, die zu machen. So, wir brauchen, wie gesagt, dieses Glowstone-Ding, dafür brauchen wir Silikon. Ich muss mal ganz kurz Tobias beschützen. Tobi, machst du mir die Advanced Storage Cells? Ja, das kann ich machen, wenn du mich beschützt. Okay. Aber nicht, ich mache dir nicht alle, weil... Machen wir einfach mal 4 oder so. Jetzt brauche ich erstmal einen Basic Prozessor. Ach, ich soll den Advanced Storage Cell machen? Ja. Ja, soll ich den Storage Cell machen? Nein, warte mal kurz. Hey, warum denn? Die ist doch voll einfach. Basic Processor Assembly? Nee, ich brauche eine ME Advanced Processor, glaube ich.
brauch selber ja noch eine Storage. Ich brauche einen Advanced Processor, okay, machen wir mal einen Advanced Processor. Nein, das machst du. Ich hier mach die anderen Sachen alle. Du machst ja super! Geil, ne? Also ich darf hier das Spaßige des Lebens machen. Ja, das für mich anders ist. Ja, bei dir sind es wenigstens verschiedene Sachen. Bei mir ist es alles auf ein so ein Ding. Also, wir machen einfach mal hier mit 12 Dias uns irgendwas. Oh Mann, Tobi. Ja. Also, hast du, gib mir den QCK. Habe ich, danke. Dann brauche ich jetzt noch, was brauchen wir denn noch? Und draußen stürmt und diese Musik passt irgendwie zusammen, finde ich. Also, gut, das brauchen wir, das brauchen wir. So, wir brauchen noch Redstone und Silikon. Ich mache meine ganzen Redstone-Dings, einen Stack Redstone-Blöcke zu Redstone. So, da kommt er schon. Hat lange gedauert, bis er es aussprechen konnte. Ja, Entschuldigung, ja. Was haben wir Silikon? Schmeiß mal was in mich rein, bitte. Wir haben kein Silikon mehr, das muss ich jetzt alles brennen. Ah. Ja, was erwartest du eigentlich? Bin ich hier der Bock ja, für alles, oder natürlich, was? Du bist der Bimbo Jimbo. Oh, hat nicht meinen Arm verloren, wie langweilig. Also, sorry, aber nö. Es ist alles mein, es ist alles. Und schon von mir aus. Silikon auch, ja. So, und das sind. Hä, wo ist meine dritte ME? Deine dritte ME? Ah, sehr gut. Alter Schwede, wäre die jetzt da nicht gewesen hier, Freunde. Dann wäre es aber Krach. So, und Glowstone hat er mir. Doch, hat er mir genug gegeben. Hab mir schon wieder gedacht, also jetzt aber hier, hä? Also, nee. Du. Jetzt haben wir ein ME Crafting Terminal, Gott sei Dank, so. Und jetzt platziere ich mal alles um oder fange damit an. Und warte sehnsüchtig darauf, dass der Weather Orb aufgeladen ist. Hä? Hä? So, das war der Basic. Okay, sorry, hab mich gerade getäuscht. Was muss da rein? Glowstone, genau. Hä? Ja, was soll das eigentlich? Blöde Ding. Hä? Hä? Ach, klar, ist okay. Hä? Okay, und was brauche ich jetzt nochmal? Jetzt kommt erst der lustige Schritt hier, Freunde, ja? Also, drei von denen! Ja, genau! Ich habe eine einzige jetzt davon gecraftet. Eine! So eine Verarsche, Mann. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 3 Stück für jedes und ich brauche 4 Stück, 8 Stück. 8 mal 3 sind demnach 24. 24 Advanced, 24 Basic Processors und Basic Gedöns. Oh Mann, das wird wieder spaßig hier. Das schaffe ich nicht. Ich habe jetzt erstmal ein Drittel von der Storage Cells, wollte ich nur mal sagen, so. Als kleiner Richtwert. So, ich schredde hier mal dabei die Kiste. Hä? Tobi? Ja. Ich habe jetzt ein Drittel von der Festplatte. Geil, oder? Ja, ich weiß. Geil, ne? Also so richtig. Richtig geil. Das Beste ist, dass die Folge rum ist. Ja, so. Ihr seht, es geht voran, Freunde, hier. Quarzboy dafür irgendwie, glaube ich. Hä? Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das erste Ding geht. Ja, das ist halt so, weißt du? Kannst nichts machen. Gib aber mir mal bitte Quarz, ich brauche Quarz. Wo bist du? Quarz. Du bist da und singen. Quarz, gib Quarz nämlich rein. Quarz. Nein, kein Dust. Quarz. Ja. Quarz. Ne, Zertus-Quarz, mein Freund. Ich hätte jetzt am liebsten Nether Quartz gegeben, einfach. Tja, aber ich war zu schnell, mein Freund. Ah, da sind noch Basic Control Gedönsens. Also, ihr seht, es ist wirklich sehr spannend, was wir hier machen. Unglaublich. So. Ihr seht, es wettert hier ein wenig, ja. So, das kann ich hier direkt abreißen. Dafür brauche ich überhaupt nichts für diese paar Advanced-Teile. So, und wir haben jetzt 4 von diesen Zellen gemacht, wirklich genial, also unglaublich. Ich habe jetzt gleich eine Zelle gemacht und mit einer Zelle kann man viel erreichen im Leben. Braucht nur noch 2 andere und dann... Und dann sind wir kurz davor vom Durchbruch. Jetzt weiß ich wieder mal nicht, wie das Rezept ging, ich glaube so. Ja, so viele verschiedene Rezepte, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Hast du mir eigentlich nochmal kurz eine Advanced Processor Zelle? Nee. Einen Advanced Processor. Toll, dann darf ich es nochmal eingeben, geil. Alles wegen dir, Blödi. Ah, wir haben eine eigene Kiste für Pfeile. Ich glaube, die ist auch unnötig. So. So, und zwar halbieren wir das jetzt einfach mal und das da rein. Wir haben nicht genug Gold.
Jetzt muss ich wieder Gold holen und so weiter und so fort. Und ihr seht wirklich, das Ganze ist hier einfach nur eingecraftet die ganze Zeit. Der Mod-Ersteller, der wollte uns einfach nur verarschen. Ja, aber also, wenn wir dann später die ganzen Crafting-Rezepte einfügen, dann craftet er das alles von selbst. Ja, aber weißt du, die Betonung solltest du eher auf später setzen, mein Freund. Und ist nicht langsam die Folge hier zu Ende? Ich habe so ein ungutes Gefühl von... Langsam, ja, ich setze es hier gerade noch hin. Ja, also, und befestige mal außen also, dran eine... Hey, der Certus Quarzschneider ist schon am Ende seiner Tage. Das ist natürlich auch von Nachteil, sage ich jetzt einfach mal. Dum 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 dum, kein Quarz. Unser Quarz reicht nicht aus. Ohne Witz. Ich habe keinen Redstone. Schmeiß mal Redstone in mich rein, bitte. Oh Gott. Bitte, Redstone, und zwar 2 Stacks oder so. Bisschen Redstone, aber zackig. Aber zackig hier. Ich warte im Crafting-Rezept. Meine Friends, meine Don Amigos warten auch auf dich. Hallo, Tobias, also, ne, jetzt werfen wir mich rein hier. Ne, also, Gedöns, ja. Ja, wunderbar. Tobias, du bist wirklich ein Engel, ja. Du bist ein Engel, bist du. Tobias, ich hab noch eine Frage. Ach du Scheiße, ich kann doch nicht alles dem antun, den Jungen. Der kriegt es doch nicht hin, der gut. Voraus. So. So. Und dann machen wir mal kurz diese ME Basic Gedönse und schauen uns kurz den Skelly an, wie er verbrennt. Wir gehen unter. Oh Gott, das ist spannend hier. Ja, echt so wirklich. Unser LP ist einfach nur Gelaber und Sachen in 3x3 Kästchen reinschmeißen. Ja, so, ja, wir müssen mal den More Crafting Tables Mod installieren. Da gibt es dann die 16x16 Crafting Table. Kann man nein, keine Ahnung, ich habe den Mod gerade erfunden. Ja, also, ne, und es wäre dann auch vollkommen praktisch, weil man ja immer nur eine Sache craften kann. Aber es wäre echt lustig, wenn man so alle Sachen parallel ist. Mit so einem Mod machen wir, glaube ich, irgendwann mal. Einfach nur, weil es wichtig ist. Einfach nur, weil es aufregt, die ganze Zeit craften zu müssen. Ja, und so, wenn man dann halt eine Sache nicht hat. Hier mit unserem ME-Controller hat jetzt Energie, ja? Also ihr seht jetzt... Darauf huste ich gleich mal ein. Und ja. Wir können nichts davon machen. Also ihr seht, hier kann man dann die Items reintun. Momentan kann man da noch gar nichts reintun, weil keine Festplatten hier drin sind. Die Festplatten kommen hier rein. So, und damit ist unsere Folge eigentlich schon rum, ne? Ja, Tobias darf immer ansagen, wenn die Folge zu Ende ist. Und ja, wir schaffen wenigstens doch zwei klein große Storage-Segmente zu machen. Wir haben jetzt nur einen Storage-Block von zweien. Und ihr seht schon, also wirklich, wir sind weit, Freunde, wir sind weit. Es ist wirklich ist ja unglaublich. Hölle, Wahnsinn. Ja, wirklich, die Hölle ist so, es. So, ihr seht den Dirt von unserer neuen Quarry, die wir vorher eben erst platziert haben, seht ihr, wie er geschreddert wird, weil wir nicht mehr brauchen. Das ist dann auch etwas aus der Vergangenheit dann gehört, da wird alles reingestopft bis oben hin, ja. So, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, würde ich auch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ciao und bis dann.